Liebe Studierende der multivariaten Verfahren, wir wollen uns heute die multiple Regression anschauen unter den Gesichtspunkten, die wir bisher hier etabliert haben. Wir haben vor allem versucht, uns die Regression als ein geometrisches Problem vorzustellen in der letzten Veranstaltung, und das wollen wir heute vertiefen, indem wir uns den etwas komplexeren, aber von der Grundidee her identischen Fall der multiplen Regression anschauen. Und um die multiple Regression herum gibt es dann noch ein paar Themen, die wichtigsten Themen vielleicht: Wie interpretiere ich die einzelnen Koeffizienten, die ich da eigentlich herausbekomme, für die einzelnen Regressoren? Und zweitens, dieser berühmten Multikollinearität. Also, was mache ich, wenn meine Regressoren zu stark schon untereinander korreliert sind? Wie gehe ich damit um? Was ist eigentlich das Problem dabei? Multiple Regression. Wir können wieder zurückgreifen auf das, was hier oben im Eck nochmal gezeigt ist, unseren linearen Prädiktor. Den hatten wir von Anfang an schon so geschrieben, dass er eigentlich schon, es war schon alles vorbereitet dafür, mehrere Regressoren auf einmal zu repräsentieren. Also ganz oben hier bitte im Eck nochmal schnell schauen. Die Grundidee des linearen Modells ist ja: Welchen Wert für y würde ich erwarten, wenn ich x kenne? Und x ist eben unter Umständen eine ganze Matrix, eine ganze Ansammlung von Regressoren. Und wie aber ermittle ich diesen Erwartungswert? Ich skaliere alle x mit einem für sie spezifischen Gewicht Beta. Also können wir uns Beta eigentlich auch vorstellen wie einen ganzen Vektor von Betas, zum Beispiel für den ersten, für den zweiten, für den dritten, für den vierten Regressor. Und dann eine ganze Matrix mit entsprechend vielen Spalten, zum Beispiel in diesem Fall vier Spalten für die vier Regressoren. So wie es jetzt hier geschrieben ist, oben im Eck, ist es ein bisschen eine Mischung, dass ich sage, für jedes x multipliziere es mit seinem Beta und summiere es dann, deshalb hier noch dieses große Sigma, auf, um den Erwartungswert für ein gegebenes Y zu bekommen. Hier zentral auf dem Slide ist das nochmal für uns ausgeschrieben, einfach gezeigt, was das eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt für eine einzelne Beobachtung eine Vorhersage machen möchte, dann drücke ich diese einzelne Beobachtung aus als ein lineares Modell. Und dieses lineare Modell ist also quasi genau diese gewichtete Summe hier plus einen übrig bleibenden Rest, ein Residuum, einen Fehler, wie wir kurz auch sagen würden. Beispiel wäre, Körpergröße vorherzusagen aus einer irgendwie zu messenden Ernährungsqualität. Die hat sicher einen Einfluss auf die Körpergröße, also Ernährung in der Kindheit. Geschlecht hat einen Einfluss, Alter hat einen Einfluss. Ja? Und die Idee wäre dann, wie gut wird die Vorhersage? Das heißt, wie viel bleibt hier übrig? Und natürlich ist die Grundidee bei der multiplen Regression zu sagen: Bin ich denn entsprechend besser, wenn ich eine bestimmte Konstellation von Regressoren gewählt habe oder einen bestimmten Regressor betrachtend, zum Beispiel diesen Regressor Ernährung, macht es mein Modell, macht es meine Vorhersage besser, wenn ich den einschließe oder nicht? Wenn wir uns die multiple Regression mal kurz im klassischen Variablenraum vorstellen, also Variablenraum heißt: Die Achsen unseres Systems, was wir jetzt betrachten, sind die Variablen, und die einzelnen Beobachtungen sind dann Punkte in diesem Koordinatensystem. Klassisches Scatterplot-Problem. Dann ist das, was wir hier sehen, ja eine einfache Regression. Wir hatten dann gesagt, dann ist das lineare Modell eigentlich einfach eine Gerade, die wir an die Daten anpassen, mit möglichst wenig Fehler. Wenn wir das jetzt erweitern um einen zweiten Regressor, das ist hier ein Bild aus dem Geometriebuch Wickens, wenn ich hier das erweitere um einen zweiten Regressor, dann wird der ganze Raum, der Variablenraum, ist jetzt dreidimensional, weil es drei Variablen betrifft. Und die Lösung, also das lineare Modell, muss man sich dann eigentlich vorstellen als eine Ebene mit einer Steigung
in X1-Richtung sozusagen und einer Steigung, in diesem Fall leicht abfallend, in X2-Richtung. Ja? Und aus dieser Kombination mit diesen zwei Parametern, Steigung in X1-Richtung, Steigung in X2-Richtung, kann ich eine Ebene aufhängen. Und ich kann jetzt schauen, wie weit ist jeder einzelne Punkt in dieser Richtung von dieser Ebene entfernt. Und auch hier kann ich natürlich genauso, bleibt die Grundidee gleich, dass ich das als Abweichungsquadrate von dieser Ebene mir vorstellen kann. Ja? Jeder Punkt weicht mehr oder weniger von dieser Ebene ab. Das sieht man hier vielleicht nur so bedingt, aber ich kann auch mal das kurz nochmal einzeichnen. Also wenn wir sagen, dieser Punkt hätte vielleicht diese Abweichung, der hier hat eine kleine, der geht so ein bisschen, der ist ein bisschen zu tief. Bei dem sieht man es gut hier drüben, der liegt so ein bisschen zu hoch auch, bis er auf die Ebene kommt, der vielleicht zu tief und so, ja. Und das kann man sich natürlich auch alles aufquadriert vorstellen. Dann bleibt das gleiche Problem. Nimm alle Abweichungen, alle Residuen und quadriere sie auf. Und dieses ist nach wie vor der Term, den wir für die Kleinstquadrate dann natürlich minimieren wollen. Ja? Das ist die gleiche Idee. Spannender ist, wenn wir jetzt unser Wissen um den Subject Space heranziehen und sagen, lasst uns das mal nicht als ein dreidimensionales Problem betrachten, in dem n Punkte sind, sondern lasst es uns als einen n-dimensionalen Raum betrachten, in dem wir dann eigentlich nur drei Vektoren oder also drei Punkte uns anschauen müssen, nämlich die drei Vektoren, die dort die Variable y, die Variable x1 und die Variable x2 beschreiben. Und das machen wir dann. Generell sei hier für dieses Video gesagt, dass Sie sehr gut beraten sind, das Kapitel in Wickens, ich glaube das Kapitel 4 und auch das Kapitel 5, sich mal anzuschauen. Natürlich geht er dann teilweise jeweils ganz schön in die Tiefe, aber das kann man sich schon mal relativ zügig mal durchlesen und bekommt einen guten Eindruck. Und es wäre mir auch wichtig vielleicht, dass Sie da eine andere Stimme hören als jetzt nur meine hier. Also, was wir hier jetzt sehen, ist eine Darstellung dieses multiplen Regressionsproblems im sogenannten Subject Space. Also ein Raum, den wir hier jetzt gar nicht gerade sehen, der hochdimensional ist und in dem sehen wir jetzt hier den Vektor y, um den geht es uns, den wollen wir aufklären, den wollen wir zerlegen, letztlich durch eine Projektion in den, man nennt es manchmal auch den Regression Space, den Raum, den die Regressoren miteinander aufspannen. Das war in der simplen Regression ja einfach, weil es nur einen Regressor gab, war dieser Raum eindimensional. Und dann haben wir da Y rein projiziert. Jetzt ist es so, dass dieser Regression Space, den bezeichnen wir manchmal auch als Nü X, also der Regressorraum oder Regression Space, Regressionsraum, alles Namen fürs Gleiche, der ist so hier jetzt auch mal angedeutet zeichnerisch, dass der wird aufgespannt von x1 und x2. Kann man sich vorstellen, immer wenn ich zwei so Füße habe, zwei Vektoren, dann spannen die zusammen ja auch eine Ebene auf. Ja? Dieser Raum wird entsprechend komplizierter, wenn ich mehr als zwei Regressoren habe. Die Grundidee bleibt aber gleich. Aber didaktisch macht es Sinn, sich bei der multiplen Regression erstmal eben auch nur zwei Regressoren anzugucken, weil damit ist alles schon so kompliziert mathematisch, wie es halt nun mal ist. Wird auch nicht mehr viel komplizierter, wenn ich x3, x4 dazu nehme, aber ich kann es eben noch grafisch ganz gut darstellen. Also der Regression Space, x1, x2 und die Frage, wie kommen wir jetzt mit y in diesen Raum hinein, in diesen Regressionsraum, wie machen wir die Projektion so, dass der Abstand zwischen dieser Spitze, dieser Variable y, dieses Vektors y und dem Regressionsraum, dass der minimal wird. Also dass dieses e klein wird, beziehungsweise die quadrierte Länge von e minimal wird. Ja? Ordinary Least Squares. Der Vektor, den wir also suchen, ist einer, der in dieser Ebene eingesperrt ist, der in dem Raum, den die Regressoren aufspannen, Nü x, eingesperrt ist. Da kann der nicht raus. Wir wollen ja, das machen wir, y Hut finden,
So, dass es also einen möglichst großen Teil von Y abdeckt, dass die Projektion von Y in diesen Raum möglichst lang ausfällt, dass der Schatten möglichst lang ausfällt. Und der fällt eben am längsten aus, wenn wir hier dafür sicherstellen, dass das hier orthogonal ist. Ja, das ist also auch bekannt aus der Geometrie der einfachen Regression. Und dann bleibt eigentlich als Frage nur noch, wie genau, wo ist dieser Punkt hier? Wo ist dieser kürzeste, die kürzeste Projektion von Y in den Raum? Wo landet die? Wo kommt die an? Und wenn wir den Punkt kennen, kennen wir Y-Hut. Und das ist dann unsere Lösung. Und hier hilft es eben, sich kurz nochmal an diese Vektorregeln zu erinnern, die wir auch am Anfang etabliert hatten und die Sie auch aus der Schulmathematik kennen, dass wenn ich Vektoren addieren will, und das machen wir im linearen Modell, weil der lineare Prädiktor eine gewichtete Summe ist von Vektoren, von Variablen, dann muss ich jetzt also geschickt x1 und x2 aneinander puzzeln, um bei dem richtigen Punkt hier sozusagen rauszukommen. Ich klappe mal kurz, damit es einfacher ist. Diese Ebene, auf die wir jetzt gerade schauen, das ist also dieser Regressionsraum, der von x1 und x2 gehalten wird, aufgespannt wird. Die sind ja, was sie sind. Ja? x1, x2 sind uns im Prinzip gegeben, die Regressoren. Und die spannen zusammen diesen Raum auf. Den klappe ich jetzt mal nach oben. Nichts anderes, ja, deshalb habe ich da hinten diesen lila Pfeil noch hingemacht. Ich klappe das jetzt so hoch und wir schauen jetzt von oben auf das Phänomen drauf quasi. Also Y steht jetzt wie so eine Sonnenuhr quasi vor uns auf dem Tisch, können Sie sich so vorstellen, ja? Und wir gucken nur von oben drauf. Und hier ist es als so ein Parallelogramm mal angedeutet. Wir suchen quasi eine Verlängerung oder Verkürzung von x1, die wir an eine verlängerte oder verkürzte Variante von x2 dranschieben. Oder vice versa. Ja, also Sie können auch sagen, Sie nehmen eine verkürzte oder verlängerte Variante von x2, die Sie an eine verkürzte oder verlängerte Variante von x1 dran schieben, Parallelogramm, dann kommen Sie hier bei diesem Punkt raus. Bleibt also die offene Frage, was sind diese Bs oder Betas, also diese skalierenden Faktoren, diese Regressionsgewichte? Wie viel von x1, wie viel von x2 brauche ich, um dort rauszukommen? Ja, das sei hier nochmal angedeutet. Ich habe quasi in seiner Zeichnung bei Wickens ist das alles nur in Schwarz. Ich habe es mehr schlecht als recht versucht, farbig hier umzusetzen. In diesem speziellen Fall ist es so, dass wenn das x2 ist, x2 also verlängert werden muss. Also wir hätten ein positives Regressionsgewicht, was auch größer 1 ist. Und x1 wiederum muss ein bisschen verkürzt werden. Wir hätten also ein positives Regressionsgewicht, was aber kleiner als 1 ist, um hier bei diesem Punkt rauszukommen. Und wie gesagt, denken Sie dran, ein Regressor ist nur bestimmt durch seinen Winkel und seine Länge. Also dieser verschobene Regressor, der gelbe da hinten, der ist eine skalierte Variante von x1. Ja? Also das ist total okay, dass wir den dann gedanklich quasi nehmen und ans Ende von dem anderen skalierten Regressor dran sitzen. Und so kommen wir dann also bei Y-Hut hier jetzt in Braun gezeigt heraus, nochmal hier drüben, wo wir so in der halben Draufsicht, wenn wir hier auf den Nü X schauen, sehen wir das nochmal hier die Lösung Y-Hut. Die Vorhersage, die liegt quasi in dem Regressionsraum, kann sie nicht anders. Und das sieht man hier jetzt nicht mehr so gut an, aber hier ist es dann genauso. Und hier sieht man ganz schön, wie sie sozusagen einfach sich ergibt als aneinander gepuzzelte, verlängerte oder verkürzte Varianten von x1 und x2. Das habe ich gesagt. Y-Hut liegt immer in dem Subspace, den die Regressoren aufspannen. Und dann gibt es dazu eben immer orthogonal die Komponente hier in Türkis gezeigt, Epsilon-Hut oder E, also die Residuen, die sind qua der Natur des ganzen Verfahrens orthogonal, ja, in einem orthogonalen Subspace, den könnte man auch also als Subspace orthogonal zu X bezeichnen. Dort liegen die Residuen. Großes Thema heute dann jetzt, wie interpretieren wir eigentlich in der multiplen Regression die einzelnen Koeffizienten, und dafür werden wir uns auch noch
das nochmal geometrisch gleich ein bisschen anschauen. Letztlich gibt es hier viel Kleingedrucktes, auch viel, was wir hier jetzt in dieser Veranstaltung gar nicht ganz werden klären können. Ich schicke mal voraus, dass es einige Komplikationen dadurch gibt, je nachdem, wie stark korreliert die Regressoren letztlich untereinander sind. Wir fangen jetzt mal mit dem einfachsten Fall an, dass wir sagen, die Regressoren werden gemeinsam herangezogen. Wir betrachten also den Raum, den sie aufspannen, gemeinsam. Aber wir gehen davon aus, dass sie eigentlich orthogonal sind. Also einfachster Fall, quasi orthogonal, x1, x2, also orthogonal kann ich jetzt auch mal so mit der Hand wieder machen. Hatten wir gesagt, der Cosinus von 90 Grad ist 0, also die Korrelation ist 0. Das ist jetzt mal am einfachsten, wenn wir das so betrachten. Die Interpretation, die wir heranziehen, ist, wir sagen, B2, B3, also diese neu aufgetretenen zusätzlichen Regressionsgewichte, können wir uns eigentlich vorstellen als Regressionsgewichte bedingter, simpler Regressionen. Also das Regressionsgewicht B2 muss immer berücksichtigen, dass das Modell auch B1 und B3 und die anderen Regressoren drin hatte. Aber dieses Bedingte meint sozusagen, Englisch hieße das vielleicht auch Conditional On, unter Konstanthaltung von, unter statistischer Kontrolle von x1 und x3. Ja, das sind so die quasi gleichbedeutend benutzten sprachlichen Konstruktionen, die wir hier heranziehen. Wir könnten also sagen, wenn wir jetzt in so einer multiplen Regression den Einfluss von Ernährung haben und den haben wir beziffert, wir haben einen Wert für b, dann können wir sagen, was bedeutet das? Dann bedeutet dieser Wert von b eigentlich, was wäre der Einfluss von Ernährung auf die Körpergröße? Wiederum Einfluss jetzt im Sinne von Fischer von der Statistik als Assoziation gelesen, also als Zusammenhang gelesen, nicht unbedingt als kausaler Einfluss, muss ich aufpassen, ja. Aber das ist eben in der Statistik des 20. Jahrhunderts die Sprache, die wir verwenden, dass wir von Einfluss oder Effekt sprechen, auch wenn wir streng genommen gerade, deshalb spreche ich so leise, keine kausale Zusammenhänge hier modellieren, ja, nicht durcheinander kommen jetzt mit Kausalitäten, aber bitte das mal akzeptieren, dass wir trotzdem von Einfluss sprechen. Also, was wäre der Einfluss, was wäre die Stärke der Assoziation von Ernährung auf unsere Y-Variable, Körpergröße? Jetzt geht es wichtig weiter, wenn wir aber Geschlecht und alle anderen Regressoren konstant halten würden. Das ist für Sie nochmal nur zur Erinnerung, eigentlich das, wie Sie seit den allerersten Tagen Ihrer Psychologinnen- oder Sozialwissenschaftlerausbildung Haupteffekte interpretiert haben, zum Beispiel in der Varianzanalyse. Ja, da haben wir auch gesagt, der Haupteffekt koexistiert mit anderen, letztlich als unabhängig sich erstmal vorgestellten Einflussgrößen. Und wenn ich die jetzt mal kurz konstant halte, das heißt statistisch oft auch über die Ausprägungen dieses anderen Faktors drüber mittle. Was bleibt mir dann übrig an Einfluss, den dieser eine Regressor, dieser eine Faktor, den ich gerade betrachte, ausübt? Im Englischen wie im Lateinischen gießt man das gerne in die Formel Ceteris paribus. All other things being equal. Ja, ein mir nur aus dem Internet bekannter lustiger Vogel nennt sich bei Twitter Ceteris Paribus, ist ein deutscher Ökonometriestudent. Die Ökonometrie, von der haben wir auch viel alle zu lernen in der Regression, die Ökonometrie benutzt wie die Psychologie auch, also die Volkswirtschaftslehre letztlich, benutzt Regressionsmodelle auch rauf und runter. Und dieser Kollege hier hat sich in seinem Twitter-Namen Ceteris Paribus diesen Ausdruck verewigt. Und so können Sie ihn sich vielleicht auch merken. Wenn Sie den schnell hinmurmeln, einfach nur sagen, Ceteris Paribus, merkt es gar keiner. All other things being equal, ja, also unter Berücksichtigung all der anderen Variablen im Modell und unter kurzzeitigem Konstanthalten dieser Variablen, was wäre der Einfluss, den dieser Regressor, zum Beispiel in diesem Fall Ernährung, dieser Regressor B2 zum Beispiel oder B3 auf mein Modell hätte? Ein Beispiel vielleicht auch mal kurz, was wir hier sehen, ist Output des Statistikprogramms R in RStudio. Das ist so eine Oberfläche für R.
durchgeführt. Das sind Daten von einer Bachelorarbeit übrigens, die ich vor ein, zwei Jahren mal durchgeführt habe mit ein paar Kommilitoninnen von Ihnen. Was wir dort gemacht haben, ist, wir haben versucht, das momentane Cortisol, den Cortisolspiegel im Speichel gemessen, vorherzusagen durch ein paar andere Variablen. Ich zeige Ihnen jetzt hier mal nur ein Modell, mit dem wir das versucht haben. Es gibt auch viele andere Modelle, die wir da herangezogen haben. Das ist jetzt auch nicht das Spannendste, aber es bot sich an, um diese Ceteris paribus Interpretation kurz aufzuzeigen nochmal. Was auch nur als Fußnote im Rückbezug auf die Regressionsdiagnostik ganz lustig ist, wir arbeiten hier tatsächlich mit Log Cortisol. Wir modellieren in dieser Studie also nicht einfach das Cortisol, so wie es gemessen wurde. Das ist nämlich eine Variable Cortisol in so einer Art natürlichen Einheit. Die Proben, die wir da zurückbekommen aus dem Labor, das kann halt minimal null werden. Und dann ist nach oben relativ offen. Da ist dann mal ein Proband dabei, der hat wahrscheinlich gerade irgendeinen entzündlichen Prozess. Da schießt es dann ziemlich hoch. Lange Rede, kurzer Sinn, das Cortisol war nicht normal verteilt und unsere Hoffnung, damit ein Modell zu bekommen, wo die Residuen normal verteilt sind, waren auch sehr begrenzt und entsprechend haben wir uns gleich entschieden, Log-Cortisol zu betrachten. Wenn Sie das Video zur Regressionsdiagnostik nochmal anschauen wollen oder zu den Transformationen, dort wird es ja auch nochmal vorgeschlagen, dass manchmal für solche Variablen die logarithmierte Variable zu modellieren spannender oder zielführender sein kann. Und so haben wir es hier auch mal gemacht. Und dann haben wir als eingeschlossen in das Modell, das ist so hier diese Pseudo-Formel, die R verwendet, Log-Chord scaled wird modelliert als, das sagt diese Tilde, einen Intercept, einen konstanten Wert, der ist hier jetzt erstmal repräsentiert durch 1 und der wird ja dann nachher mit dem B0 quasi multipliziert, diese 1. 1 ist also so eine Art Platzhalter für den B0, der sich dann nachher auswirken kann. Dann dieses Age heißt scaled, das heißt in dem Fall nur, dass wir es eigentlich nur zentriert hatten, das Alter. Das mittlere Alter unserer Stichprobe war also 0 und dann haben die Probanden darum geschwankt. Ja, wir haben quasi die Altersvariable um ihren Mittelwert bereinigt, deshalb heißt es hier scaled. Und dann haben wir noch die Schlafdauer hier mitgemessen, weil wir geglaubt haben, dass wenn die Leute kürzer oder länger geschlafen haben in der Nacht, kurz nach dem Aufwachen entsprechend das Cortisol vielleicht auch beeinflusst ist. Also ein klassischer Fall für eine multiple Regression dergestalt, dass wir mehrere Variablen haben, von denen wir glauben, dass die wiederum nicht viel oder nichts Bedeutsames miteinander zu tun haben, aber jede von denen vielleicht einen Einfluss haben könnte auf das, was uns hier interessiert, nämlich den Cortisolspiegel. Und dann haben Sie so ein bisschen nicht besonders hübsch gestalteten Output von R, aber das Entscheidende versteckt sich mal wieder hier in so einer Art Tabelle für Koeffizienten. Und da sehen Sie in Klammern auch, um schon auszudrücken, dass das nicht so wichtig ist für die Interpretation, der Intercept, der also so ein mittleres Log-Cortisol darstellen sollte. Aber auch den können wir so interpretieren, wenn beide oder alle anderen Regressoren, alle anderen Terme im Modell null sind, dann bleibt ja nur diese Konstante übrig, ja? Und das hatten wir auch gesagt, wenn ich alle Variablen zentriere, steht hier oben auch nochmal als Hinweis, und es ist hier geschehen, also die Schlafdauer war zentriert und hatte den Mittelwert 0 und das Alter war zentriert, dann heißt es für die Interpretation dieses Intercepts, also dieses 1,34 eigentlich, bei einem Proband mittleren Alters und mit mittlerer Schlafdauer erwarte ich laut diesem Modell einen Log-Cortisolspiegel von 1,34. Wenn Sie das also wieder umrechnen wollen ins richtige Cortisol, dann müssten Sie das jetzt nochmal E hoch diesen Wert nehmen. Und jetzt hier fürs Alter aber die Frage, wie interpretiere ich so ein dieses Beta 1, das ist ja eben nicht mehr aus einer einfachen Regression, sondern ich habe die anderen Terme im Modell und dann könnte ich zum Beispiel diesen Estimate von minus 0,002, den könnte ich mir also laut vorlesen, indem ich sage, für jede Einheit Veränderung in diesem Altersregressor, das heißt in diesem Fall einfach für jedes Lebensjahr, nimmt das Log Cortisol, also nimmt die Y-Variable, im Erwartungswert, also das erwartete Cortisol, nimmt um 0,002
Nanomol pro Liter ist die Einheit, muss man wissen in dem Fall. Ab, warum ab? Wegen dem Minus natürlich da vorne. Bei mittlerer Schlafdauer sozusagen. Ja, und das kann ich sagen, bei mittlerer Schlafdauer. Ich könnte auch sagen, wenn die Schlafdauer kurz mal außer Acht lasse. Will ich ja aber eigentlich genau nicht. Ich will ja sagen, sie war mit im Modell. Und da die Schlafdauer zentriert war, rund um 0 ist, kann ich diesen schönen Ausdruck wählen, bei mittlerer Schlafdauer. Ja? Wenn ich also alle anderen Variablen im Modell, in dem Fall war es nur die Schlafdauer, konstant halte, und zwar konstant beim Mittelwert, so die Interpretation, dann gilt diese Interpretation für den Koeffizienten, für den jeweils anders Koeffizienten, in dem Fall für das Alter. Wir können es uns also eigentlich so vorstellen, dass wir sagen, nochmal, in unserem Fall hier ist es gerade so, dass x1 und x2, hier machen wir nochmal so eine Art Pseudo-Venn-Diagramm, nichts miteinander gemeinsam haben. Die sind orthogonal zueinander. Ja? Gehen wir mal von aus, es sei hier auch so gewesen, Alter und Schlafdauer haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Dann stellen wir uns die multiple Regression so vor, dass wir sagen, wir gehen hier eigentlich jetzt sequenziell durch, das sehen wir auch gleich nochmal geometrisch, und fragen, welchen Varianzanteil von y kann x1 aufklären? Und den kann man sich dann so Pac-Man-mäßig vorstellen, den beiße ich dann da schon mal ab. Also den Varianzanteil hier, in den x1 und y gemeinsam haben, der ist zur Seite geräumt quasi. Und was dann übrig bleibt an y aufzuklären, kann x2 aufklären. Man nennt es manchmal auch eine Semipartialregression oder ein Semipartialproblem. Warum? Weil es ist insofern jetzt semi gerade hier für uns ist, weil aus dem y das x1 schon rausregressiert ist, das x2 ist aber noch wie es ist. Das ist nur so, wenn ich wirklich keine Korrelation zwischen x1 und x2 habe, wenn die kein Overlap haben. Sonst ist es nochmal ein bisschen komplizierter, weil x1 und x2 sich dann natürlich auch schon ein bisschen Varianz teilen. Ja? Und das führt, sehen wir gleich nochmal grafisch, dann auch in der Endkonsequenz zu einem Multikollinearitätsproblem. Also wenn x1, x2 ein bisschen kollinear sind, hieße das in diesem Venn-Diagramm, die überlappen auch schon ein bisschen. Aber hier ist jetzt mal der einfache Fall gezeigt, dass ich also nur sequenziell frage, welchen Anteil an y kann x1 erklären? Dann habe ich das schon mal weg und dann frage ich, was ist noch übrig? Was kann jetzt noch x2 erklären? Dann ist das übrig. Dann kann man sich diesen grünen Kuchen, diesen y-Kuchen quasi vorstellen, wie der immer kleiner wird. Ja? Grafisch würde man sagen, sequenziell, ich habe y als eine Variable, die in diesem eigentlich n-dimensionalen Raum steht, nachdem ich y vielleicht zentriert habe, wie wir es üblicherweise tun würden, wäre es nur noch ein n-1-dimensionaler Raum, aber das gehört hier jetzt vielleicht auch gar nicht hin. In diesem hochdimensionalen Raum steht y. Und dann gibt es einen Raum, der hat ist ein Subraum des gesamten Variablenraums, der Regressionsraum, den die Regressoren aufspannen, x1, x2. Hier wieder sehen Sie quasi orthogonal x1, x2 zueinander. Ja? Wenn ich jetzt hier durchgehe, will ich ja also diese Minimierung finden. Ich will die Projektion finden, die am kürzesten ist. Ich will da mit meiner gedachten Taschenlampe nicht irgendwie schräg drauf scheinen, sondern ich will lotrecht auf diese x-Ebene oder auf diesen Raum, den die Regressoren aufspannen, meinen Schatten werfen. Ich suche also diese entsprechende Kombination von wie muss ich x1 verlängern, verkürzen, wie muss ich x2 verlängern, verkürzen, um zu diesem Punkt zu kommen. Und dann finde ich y gut. Und das kann ich jetzt quasi zerbrechen in einen in eine Reihe von, eine Sequenz von Subprojektionen nochmal. Ich schiebe hier mein Video noch ein bisschen weg, dass Sie das auch den ganzen Slide sehen. Und da kommt diese Idee, oder da kommt nochmal das, was man sprachlich als konstant halten rein interpretiert, vielleicht nochmal ganz schön zum Vorschein. Wenn ich also das jetzt der Reihe nach durchgehe, würde ich sagen,
Dieses Problem, was wir da oben links im Eck sehen, breche ich erstmal runter auf eine simple Regression im Prinzip. Und zwar projiziere ich mir dieses Epsilon jetzt erstmal, wobei das erstmal jetzt gerade nur didaktischer Natur ist. Die Multiple Regression macht das auf einmal. Wir brechen es uns jetzt nur in ein sequenzielles Problem runter. Aber es ist egal, ob ich x1 zuerst reinschreibe oder x2 oder ob die ihre Positionen tauschen. Das ändert an der Lösung gar nichts, auch wichtig zu sagen. Aber gehen wir es trotzdem mal der Reihe nach durch. Ich projiziere y zuerst auf x1, bekomme dann etwas, was ich hier mal als y-Hut-Stern bezeichnen möchte. So eine Art Zwischenprodukt. Und jetzt gerade in diesem Zwischenstadium habe ich auch eine dazu orthogonale Projektion Epsilon Hut oder E, also der Fehler, der kriegt auch mal einen Stern. Und der soll ja auch minimiert werden. Das heißt, hier wähle ich jetzt meine Verkürzung oder Verlängerung von x1 so, dass ich hier diesen rechten Winkel bekomme. Ja? Das ist jetzt also quasi projiziert in den Subraum von x1 erstmal. Wenn jetzt x2 dazu orthogonal ist, ist es auch gar kein Problem. Was passiert dann nämlich als nächstes? Ich nehme jetzt dieses Zwischenprodukt, was nicht mehr, das ist jetzt dieses Zwischenprodukt Epsilon Hut Stern, also dieses, was immer von y übrig ist, nachdem ich auf x1 regressiert habe, oder dann einfach mal hemdsärmlich als what is left bezeichnet, also der Rest, den. Das sollte also jetzt, der wird zu dem neuen Orangenen, weil der wird jetzt quasi zu dem, was wir regressieren wollen. Und den regressieren wir jetzt auf x2. Ja, und bekommen dann, schauen wiederum, was müssen wir dort mit x2 machen, um eine optimale Lösung zu bekommen. Jetzt haben wir quasi so eine Art Epsilon-Hut-Stern-Stern und das soll minimiert werden. Ja, und das gemeinsam ist jetzt eigentlich mein fertiges Produkt. Das heißt, diese Länge entspricht dem, was dann übrig ist, nachdem ich sequenziell durch meine Regressoren durchgegangen bin. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, hier nochmal schriftlich, da das Modell additiv ist und da es egal ist, in welcher Reihenfolge ich additive Terme addiere, ist es hier auch egal, wie ich mir diese sequentielle Zerlegung im Geometrischen vorstelle. Ich hätte diese Zeichnung hier jetzt genau so machen können, dass ich erstmal auf x2 projiziere und dann das, was dort übrig ist, auf x1. Ja, das wäre aufs Gleiche hinausgekommen. Genau. Ich habe das gerade schon anklingen lassen, es sei hier mehr hinterlegt als sonst was. Ich werde das jetzt hier nicht in der vollen Tiefe durchdeklinieren, dass wir ein bisschen bedenken müssen einfach, dass das Ganze so einfach nur funktioniert, wenn die Regressoren wirklich komplett orthogonal sind. Als Denkimpuls vielleicht, denken Sie an eine ANOVA, an ein sogenanntes faktorielles Design, wo Sie zwei experimentelle Manipulationen machen zum Beispiel. Wenn Sie sich die als Regressoren mal vorstellen, dass Sie sagen, ich habe eigentlich einen Regressorfaktor 1, zum Beispiel mit zwei Zuständen, zwei Manipulationen. Und dann mache ich eine andere Manipulation noch oder habe andere Zellen in meinem Versuchsdesign, die dazu wirklich orthogonal sind. Also ob du in der Experimentalgruppe bist oder in der Kontrollgruppe zum Beispiel, ist ja in einem guten faktoriellen Design genau orthogonal dazu, ob du zuerst den Placebo oder zuerst das Medikament oder so bekommst zum Beispiel. Das sind orthogonale Faktoren. Und das macht man, um genau diese schöne, cleane Situation in der Analyse letztlich zu haben. Oder genau dort ist die multiple Regression, die ja dann auch in der ANOVA letztlich im Hintergrund arbeitet, genauso einfach, wie wir es bis jetzt besprochen haben. Wenn es so ist, dass dieser Winkel, und das habe ich versucht hier grafisch zu zeigen, aber man sieht es nicht gut, weil es ist nicht eindeutig genug. Dieser Winkel, der ist jetzt hier mal gedacht als zwischen x1 und x2 als nicht mehr ganz orthogonal. Wir könnten also im Venn-Diagramm sagen, die beiden teilen sich auch schon ein bisschen Varianz. Dann ist es für das, was wir bis jetzt über die multiple Regression besprochen haben, kein Problem. Die kann dennoch zu eindeutigen
Lösungen führen, indem sie diese Projektion macht. Was sie nur macht, ist, sie würde vorher, du würdest x1 nicht nur auf y, Verzeihung, du würdest y nicht einfach auf x1 regressieren, sondern du würdest zunächst die Anteile von x2 herausnehmen, indem du eigentlich ein Modell machst, indem du, muss ich kurz aufpassen, x2 auf x1 regressierst, x2 auf y regressierst und dann Residuen, also du bekommst eigentlich residualisierte Varianten von x1 und von y. Die beiden, mit denen möchtest du jetzt arbeiten, die sind um den Anteil von x2 bereinigt. Man kann sich im Venn-Diagramm fast am schönsten vorstellen. Man würde alles, was der mit x2 gemeinsam hat, sozusagen wegbeißen und was y mit x2 gemeinsam hat, würde man auch wegbeißen. Und dann würde man eine bedingte simple Regression zwischen den beiden machen, wie wir es auf dem vorherigen Slide gesehen haben. Erst wenn der Overlap zwischen x1 und x2 sehr, sehr groß wird. Das heißt, geometrisch, die werden sich sehr, sehr ähnlich und der Winkel zwischen den beiden wird sehr, sehr klein. Dann bekommen wir das Problem, was wir als Multikollinearität kennen, sehen wir auf den nächsten Slides. Ganz kurz nur für die, die es lieber die Gleichungen mögen. Bei Wickens ist es schön entwickelt in dem Kapitel. Aus dieser Orthogonalitätsforderung, die Ordinary Least Squares mit sich bringt, also aus der Forderung, dass eine Projektion und ihr Fehler orthogonal sein müssen, die haben wir auch schon benutzt, um in der einfachen Regression diesen Teil hierher zu leiten, um zu sagen, das Regressionsgewicht ergibt sich einfach aus dem Vektorprodukt von x1, also von x und y, geteilt durch, was man als Varianz also die quadrierte Vektorlänge von x, das hier. Ja, ich mache es ganz vielleicht auch mal kurz hier drumherum malen. Das war ja quasi, was wir in der einfachen Regression hatten, wenn wir für b1 lösen wollten. Wenn es jetzt mehrere Regressoren gibt, dann lässt sich zeigen, dass sich dieser relativ kompliziert aussehende Ausdruck, der ist allerdings nur so lang, weil er halt eben immer Vektorprodukte enthält, aus x1, x2 und y. Das sind die einzigen drei Zutaten hier. Dieser Ausdruck, für den kann ich lösen und der ist auch, das reicht für unsere Zwecke zu wissen, der ist lösbar. Der erbringt mir B1, also das Gewicht, um das ich den x1-Regressor verlängern oder verkürzen muss. Und dann tauschen x1, x2 nur ihre Plätze und ich bekomme B2. Und dieses ganze System von linearen Gleichungen kann man dann erweitern, sieht aber wahnsinnig mühevoll aus natürlich, wenn man jetzt noch x3 und x4 hätte. Für unsere Zwecke finde ich es wichtiger, dass wir uns kurz anschauen, dass wenn wir in diesem schönen Fall sind, dass x1 und x2 nichts miteinander zu tun haben, die Kovarianz zwischen x1 und x2 also gleich 0 ist, dann hatten wir gesagt, Kovarianz heißt, das Vektorprodukt oder das Dot Product zwischen den zwei Vektoren ist dann auch gleich 0. Damit fallen aus diesem Ausdruck schon wieder ganz viele Teile sozusagen heraus, nämlich alles, was ich hier schon orange durchgestrichen habe. Und eigentlich auch noch ein bisschen mehr, denn wenn das hier hinten 0 ist, dann wird auch das Ganze 0. Oh, Entschuldigung, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, da reinzumalen. Das kommt nämlich jetzt gleich. Die fallen hier sozusagen raus. Und die Lösungen für B1 und B2 in der multiplen Regression vereinfachen sich. Am Schluss dieses Videos sehen wir noch kurz, dass in der Praxis wir das sowieso auch nie ausrechnen müssen und in der Praxis auch eigentlich auch der Computer diese Gleichung nicht genau anwendet, sondern das Ganze per Matrixdivision gemacht wird. Also die ganze Matrix mit allen x-Einträgen und der Vektor y, die werden miteinander per Matrixdivision oder Matrixmultiplikation verrechnet. Ich zeige Ihnen das nachher noch kurz auf einen Blick, weil es einfach viel, viel eleganter ist als diese herbeideklinierten Gleichungen.
Genau, das hatte ich schon gesagt. Hier steckt sozusagen, hier sieht man nochmal ganz schön, dass die Lösung für die einfache, simple Regression hier noch drin steckt, aber eben erweitert werden muss um die Anteile, die jetzt durch x2 in das Modell reinkommen. Es ist ja eben nicht mehr einfach nur eine Gerade, auf die wir projizieren, sondern es ist im Ende eben eine Ebene oder noch höher dimensionaler Raum, in dem wir die Lösung y-Hut suchen. Auf dem Weg zur Multikollinearität ein Problem, was jetzt ganz neu auftritt, wenn ich mehrere Regressoren einschließen kann. Wir haben jetzt gesehen, das geht. Wir haben vielleicht auch geometrisch eine Intuition, dass das Problem bleibt das gleiche. Ich möchte Y projizieren in einen Subraum der Regressoren. Aber wie viele Regressoren soll ich denn nehmen? Sprich, wie hochdimensional darf denn dieser Subraum, in den ich gleich projizieren werde, werden? Und hier haben wir das Problem des sogenannten Overfitting zum ersten Mal in der Multivariatenstatistik vor Augen. Overfitting heißt, ich nehme ein Problem und erkläre es durch so viele Parameter, dass ich damit jedes Problem erklären könnte, sozusagen. Ich habe dann nicht mehr diese Eleganz, dass ich sage, hier sind 100 Datenpunkte und die habe ich durch ein lineares Modell erklärt, was nur aus drei oder zwei oder vier Parametern besteht. Damit habe ich das Problem ja reduziert und habe was gewonnen. Ich habe ein Modell der Welt plus eben einen Fehler. Overfitting heißt, du hast fast keinen Fehler mehr, aber das Modell hat sich zu stark an diese Daten angepasst. Was hat es mit Regression zu tun? Betrachten wir kurz einen Fall einer Variable y mit nur 10 Probanden. Ja. Das wäre also eine kleine Untersuchung, die sie gemacht haben im Labor. Mühsam hat jeder Proband, hat ihnen 3 Stunden Daten geliefert. Und irgendwie haben sie jetzt aber einen so einen Kennwert von jedem Probanden und damit wollen sie jetzt irgendwie eine multiple Regression machen. 10 Datenpunkte ist hier einfach als ein ganz einfaches, als einfacher Dotplot hier mal gezeigt. Genau. Jetzt habe ich für unsere Zwecke hier mal was simuliert sozusagen. Ich habe hier mal 10 Regressoren erzeugt, die habe ich in eine Matrix X dann reingeschrieben. Diese 10, also das ist jetzt eine Matrix X, die besteht aus 10 Zeilen für auch 10 Beobachtungen, habe auch 10 Spalten, weil ich 10 Regressoren erzeugt habe. Diese Regressoren, die sehen so aus. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht wirklich was, die haben alle irgendeinen unterschiedlichen Mittelwert und sind halt irgendwelche Werte zufällig generiert. Die Korrelation mit Y, die sehen wir hier, indem wir, das haben wir hier in Farbe kodiert, quasi eine Korrelation zwischen Y und jeweils einem dieser 10 Regressoren. Das ist dann hier so abgetragen bis 10. Die Regressoren, die Korrelationen sind teilweise da, aber die interessieren uns jetzt mal gar nicht. Mir geht es darum, bewusst hier zufällig Daten generiert zu haben, okay? Also so, dass wir sagen würden, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dürfen diese Werte in x nicht prädiktiv von y sein, weil das ist alles Rauschen, nur zufällige Werte. So, was passiert, wenn wir damit jetzt trotzdem sagen, wir versuchen y zu erklären? Und das ist auch eine Frage an Sie jetzt, wenn Sie das zuschauen, können Sie auch mal kurz Pause drücken oder kurz innehalten und sagen, aha, er will also ein Regressionsmodell machen, wo er y aus 10 Regressoren erklärt. Die Regressoren sind aber zufällig generiert. Das kann jetzt eigentlich, da kann noch, was kann da jetzt passieren bei R-Quadrat? R-Quadrat kann minimal 0 werden, dann habe ich keine Varianzaufklärung und maximal 1 oder 100%, dann habe ich eben komplett erklärt. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann das mal sequenziell aufbauen, kann sagen, ich habe diese 10 Datenpunkte. Und nehme mal 2 von diesen 10 Regressoren. Völlig wahllos. 2 davon, also 2 Spalten in meiner Regressionmatrix, die nehme ich jetzt mal, mache eine multiple Regression mit den beiden. Und dann rechne ich ein R-Quadrat aus. Ja? Frage also sozusagen, wie viel kann diese Regressionsebene ist es dann an meinen Daten erklären, an der totalen Streuung, die in Y drin ist. Oder anders gesagt, was ist die Vektorlänge y-Hut, die ich bekomme im Verhältnis zur originalen Vektorlänge y? Wenn ich es projiziere in den Subraum aus 2 solchen völlig zufälligen Regressoren. Da erschrecken wir vielleicht auch schon ein bisschen, dass das schon
ein R-Quadrat von 27 sein, Punkt 27 sein soll. Also fast 30% Varianz können wir aufklären mit zwei wahllosen Regressoren in dem Fall. Könnte einfach Zufall gewesen sein. Es sind halt nur 10 Datenpunkte. Wissen wir noch nicht, ob wir deshalb jetzt an dem Verfahren multiple Regression zweifeln sollen. Aber wenn wir das weitertreiben, wir nehmen 4, 5, 6 Regressoren. Sie wissen von der was wir hier auch schon besprochen haben in den vergangenen zwei Wochen, das R-Quadrat kann eigentlich nur anwachsen mit der Anzahl Regressoren. Und jetzt sind wir bereits hier in der Situation mit 10 Beobachtungen in y, also y gleich 10 ist übrigens natürlich Quatsch, das muss heißen, dass ny ist gleich 10, also n ist 10. Das ist so ein Quatsch, dass ich das da kurz einmal hinschreiben möchte. N gleich 10. N gleich 10. So, n ist gleich 10. Wenn ich 10 absolut sinnfreie, zufällig gewürfelte Regressoren nehme, aber ich nehme eben 10 Stück, dann kann ich y Hut perfekt, kann ich y perfekt vorhersagen mit y Hut. Diese werden identisch. Anders gesagt, das Residuum wird 0. Was ist da los? Wie geht sowas? Was hier passiert ist, ich habe einen 10-dimensionalen Raum, Subject Space, 10 Probanden, da liegt ein Vektor drin, und den transformiere ich eigentlich nur in einen anderen 10-dimensionalen Raum, nämlich den Raum von den 10 Regressoren. Das geht immer unfallfrei. Ich kann immer einen 10-dimensionalen Vektor in einen anderen 10-dimensionalen Vektor nehmen, indem ich ihn rotiere und skaliere. Fertig aus. Das kann ich beliebig machen. Ich hatte damit über dieses Modell hat also ein R-Quadrat von 100%, aber es hat auf der praktischen Ebene überhaupt keinen erklärenden Wert. Es ist einfach nur eine Transformation der Daten. Es ist eine andere Art, diese Daten auszudrücken. Und ich kann das auch nochmal mit 10 anderen Regressoren machen. Und ich kann, wie Sie jetzt vielleicht dann auch sehen, wenn Sie sich es als einen 10-dimensionalen Raum vorstellen und dies als eine Überführung in einen anderen 10-dimensionalen Raum, dann können Sie auch sagen, wenn der Raum noch 100 Dimensionen mehr hätte, sprich Sie würden noch 100 Regressoren dazu nehmen, würden Sie erst recht nichts mehr gewinnen. Sie sind schon in der Sättigung. Ja. Also, er kann nur anwachsen, wird 1, wenn wir gleich viele Regressoren wie Beobachtungen haben. Ja. Das ist eine wichtige, wichtige Warnung. Das ist der Grund, warum Sie aus der, viele von Ihnen hoffentlich aus dem Grundstudium noch, aus dem Bachelor, das Adjusted R-Quadrat kennen. Das adjustierte R-Quadrat versucht nun durch eine einfache Formel, die schon seit, die existiert seit 50, 60 Jahren, ich glaube Anfang der 60er ist die vorgeschlagen worden von Teil, hieß der, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Der hat gesagt, dass dieses monotone Anwachsen des R-Quadrats ist nicht ganz Sinn der Sache. Wir müssen schon fragen, inwiefern dieses Anwachsen auf der Basis, also in welchem Verhältnis steht letztlich, das ist eigentlich die Frage, die im Raum steht, in welchem Verhältnis steht gerade die Anzahl Regressoren, die wir benutzen, um diese Varianzaufklärung hinzubekommen, zu der Dimensionalität des Problems als Ganzen, etwas vornehm ausgedrückt, sprich, wie viele Beobachtungen hattest du denn, um diesen originalen Vektor y zu bestimmen? Wie hochdimensional ist der Raum, in dem y wohnt, im Vergleich zu dem Raum, in den du das jetzt projizierst, sprich die Dimension deines Regressorraums? Und was hier eigentlich passiert in der Formel, ist, dass R-Quadrat, wie wir es kennen und einfach berechnen können, als Varianz, Variationsanteil als Verhältnis von Abweichungsquadraten, summierten Abweichungsquadraten, dass wir das eigentlich korrigieren durch die Freiheitsgrade, die wir hatten beim Erstellen dieser Abweichungsquadrate oder beim Erzielen dieser Abweichungsquadrate. N-1 kommt uns bekannt vor als Freiheitsgrade,
der totalen Variation. Also das hatte ich vorher mal kurz, konnte ich es mir nicht verkneifen, zu sagen, dass y als Ganzes eigentlich n-1 Freiheitsgrade hat, wenn ich den Vektor zentriere. Wenn ich weiß, sein Mittelwert ist 0, dann habe ich noch n-1 Freiheitsgrade, um die anderen Werte zu wählen. Und das hier unten ist im Prinzip der Freiheitsgrad des Fehlers, weil das ist quasi der totale Freiheitsgrad n-1 minus k, die Freiheitsgrade des Regressionsmodells oder die Dimensionalität des Regressionsraumes, kann man auch sagen. Daraus ergibt sich ein adjustiertes R-Quadrat. Einige von Ihnen, etwa 2 Drittel von Ihnen, kennen vielleicht dunkel von irgendeiner Mittwochmorgensvorlesung noch diesen Slide. Das war mein Versuch, hier R-Quadrat, wie man es für jedes Regressionsmodell ausrechnen kann, gegen dieses nun adjustierte R-Quadrat abzutragen. Wenn ich diese Formel also einfach anwende, dann kann ich das für beliebige R-Quadrats mal tun, R-Quadrats zwischen 0 und 1, aber immer für eine bestimmte Kombination von n einerseits und Anzahl Regressoren andererseits. Wir hatten vorher gesehen, wenn das sehr, sehr in die gleiche Richtung geht, so einen krassen Fall haben wir hier jetzt gar nicht, dann wird R-Quadrat trivialerweise 1. Aber was passiert mit diesem Adjusted R-Quadrat? Das sollte im besten Fall ja dann drunter bleiben. Wir sehen erstens in diesem Graph, dass das adjustierte R-Quadrat, wie man sich es auch vorstellt, nur nach unten adjustieren kann. Das kann also nie dazu führen, dass das adjustierte R-Quadrat, das wäre hier oben, größer wird als R-Quadrat, sondern nur unterhalb von dieser 45-Grad-Linie, die hier ganz dünn in Grau eingezeichnet ist, liegen alle Varianten. Wenn ich ein wohlgeformtes Regressionsproblem habe, dahingehend, dass der Raum der Beobachtungen, der Subject Space sehr hochdimensional ist, zum Beispiel 88 Leute waren hier, also etwa 87 Dimensionen für diesen Raum, in dem Y irgendwo wohnt, und dann projiziere ich das runter auf einen zweidimensionalen Raum. Wenn ich das hinbekomme, dann bleibt mein R-Quadrat auch fast, mein Adjusted R-Quadrat fast wie das R-Quadrat, die blaue Linie hier. Wenn ich das Ganze aber wenn ich nur 30 Beobachtungen hatte, also der Raum war nur 30-dimensional, und ich projiziere den in einen 12-dimensionalen Raum, das ist natürlich auch eine Dimensionsreduktion, das ist auch toll, wenn das klappt, aber ich sollte mich dann nicht so abfeiern, wenn ich zum Beispiel ein R-Quadrat von Punkt 60 habe, wird das zu einem adjustierten R-Quadrat von etwa nur Punkt 30. Also eine Varianzaufklärung von fast 60%, die toll klingt in meiner Veröffentlichung, schrumpft dann in unserer Interpretation deutlich. Und deshalb sollte es auch so sein, dass Sie eigentlich sich quasi von den R-Quadrats allein nicht blenden lassen, sondern dass Ihr Auge aufs adjustierte R-Quadrat geht. Ja? Und dass, wenn ein Paper das nicht berichtet, gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, die bessere wäre, das R-Quadrat, was berichtet wurde, ist schon adjustiert, es wird nur nicht so genannt. Das wäre natürlich ein bisschen irreführend, aber wäre besser als andersrum, es wird gar kein adjustiertes R-Quadrat berichtet. Genau, hier sehen Sie diese Herleitung nochmal, dass aus dem R-Quadrat, wie wir es hier oben hatten, ein adjustiertes R-Quadrat wird, was im Prinzip nicht mehr auf Sum of Squares Error und Sum of Squares Total beruht, sondern eigentlich auf Mean Squared Error, also der Varianz, der übrigen Fehlervarianz und der Mean Squared Total, also dem totalen Abweichungsquadrat, sprich der Varianz von Y. Genau. Ja, vielleicht zum Abschluss des Videos, also noch 2 Punkte. Erstens, die Idee nochmal ins Extremum getrieben, dass diese Regressoren vielleicht einfach auch selbst schon korreliert sein könnten. Haben wir jetzt schon mehrfach gestreift. Wenn dies der Fall ist, sprechen wir von Multikollinearität oder auch nur Kollinearität. Bis zu einem gewissen Grad ist dieses ganze Verfahren dieser Projektion in Subräume unkritisch, wenn da eine gewisse Korreliertheit dieser x-Variablen da ist, die ja diesen Regressionsraum aufspannen, diesen Subraum x, dieses Nü x. Aber wenn das zu stark wird, was passiert dann eigentlich? Das Problem ist, dass ich die Varianz von y, die ich ja in diesen Raum projizieren will, nicht mehr eindeutig projizieren kann. Es gibt letztlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Lösungen
für das Verlängern und Verkürzen von x1 und x2 zum Beispiel, oder auch wenn es da noch x3 und x4 gibt. Es gibt also, kurz gesagt, sehr viele verschiedene Lösungen, das sehen wir auf dem nächsten Bild auch noch, wie dieser Regressionsraum genau aufgehängt sein kann. Und entsprechend ist dieses ganze Modell quasi sehr, sehr uneindeutig. Wie drückt sich Uneindeutigkeit eines Schätzmodells aus? Drückt sich darin aus, dass die Schätzungen selbst mit Unsicherheit behaftet sind, mit großer Unsicherheit. Und diese große Unsicherheit ist ein großer Standardfehler der Regressionsgewichte. Jetzt können Sie sagen, das ist ja nicht schlimm, dann sind sie halt nicht mehr signifikant. Ist aber natürlich schon auch ein Problem, weil es eben so ist, dass wir, sehen wir jetzt hier leider in der Kürze der Zeit nicht, aber dass eine wirklich numerisch instabile Lösung rauskommen kann. Es kann also auch ein sehr großes Regressionsgewicht rauskommen für den einen Regressor und das ist dann vielleicht auch signifikant, weil sein Schätzfehler auch doch kleiner ist. Dafür sind aber andere Regressoren, die eigentlich vielleicht bedeutsamer wären, schaffen es nicht, als signifikant erkannt zu werden. Wir haben dann quasi auch keine Power, um irgendwie Effekte zu entdecken, weil deren Standardfehler so groß ausfällt. Die Daumenregel, die Sie vielleicht auch schon kennen aus dem Bachelor, die wir jetzt aber geometrisch begründen können, ist, dass die Regressoren mit maximal Punkt 70 etwa korreliert sein dürfen, vielleicht auch eher so Punkt 60, damit Sie sich keine Sorgen um Multikollinearitäten machen müssen. Manche Statistikprogramme geben Ihnen auch einen Faktor aus, diesen sogenannten Variance Inflation Factor. Der versucht letztlich, dieses multiple Regressionsproblem mal zu zerlegen in Regressionsprobleme ohne den Faktor x2. Und dann guckt er, wie die Lösungen sich unterscheiden und worauf das hinausläuft. Warum heißt der Variance Inflation Factor eben wieder? Weil der Schätzfehler, der Standardfehler, eben entsprechend aufgebläht wird. Die Varianz damit auch unseres Schätzers wird aufgebläht, wenn Multikollinearität vorliegt. Im Praktischen ist es aber so, dass wir uns darauf konzentrieren können, auf die Korrelation zu schauen zwischen unseren Regressoren. Und ja, das hatte ich vorher eigentlich schon ganz gut gesagt. Hier zeige ich es aber nochmal, wenn der letztlich in so einem Venn-Diagramm der Überlapp zwischen x1 und x2 so groß wird und dass die also voneinander schon sehr viel Varianz erklären können, dann wird es uneindeutig, wie ich sozusagen die Teile von y attribuieren soll. Soll ich die Varianzanteile x2 attribuieren oder soll ich die x1 attribuieren? Ja, und das Problem wird dann quasi extrem. Hier sieht man das grafisch und damit möchte ich eigentlich so aufhören. Wir haben dann zum Schluss zwar noch ein Slide zur Matrixmultiplikation drin, aber den lasse ich auch drin, aber vielleicht werde ich den jetzt hier im Video gar nicht mehr groß kommentieren. Ich würde eigentlich gerne mit der Multikollinearität heute hier aufhören. Zu sagen, wenn der Regressorraum ordentlich aufgehängt ist, sozusagen stabil steht, dann habe ich vielleicht eine Konfiguration von x1 und x2, die nahezu orthogonal ist. Das ist hier nicht perfekt, sehen Sie das? Die werden eine leichte Korrelation miteinander haben. Ist nicht ganz orthogonal, die werden eine leichte negative Korrelation miteinander haben. Aber es ist so, dass die Projektion von y in diesen Raum stabil ist. Wenn ich hingegen eine Situation habe, die ist jetzt hier ganz extrem, wo x2 und x1 so hoch korreliert sind, hier drüben, dann können Sie sich das vorstellen, es ist immer noch eine Ebene in dem Fall, dieser Raum nu x ist eine Ebene, aber ich kann die Ebene sozusagen, die wird quasi instabil, weil nochmal, ich kenne die Ebene ja nicht wirklich, sondern ich muss die ja schätzen aus diesem y, indem ich versuche eine Lösung, eine numerische Lösung zu finden, die das hier möglichst kurz macht und hier möglichst einen rechten Winkel hat, ja. Wenn ich jetzt aber die, wenn die so beiden nah beieinander sind, dann ist eine leichte Kippung von der Ebene verlängert oder verkürzt eh natürlich. Es wird uneindeutig, die numerische Lösung. Und das drückt sich in erster Linie erstmal darin aus, dass die Standardfehler für die Schätzungen sehr groß werden. Ja? Man nennt es dann manchmal auch poorly conditioned. Sie können das rechnen, aber es ist kein well-behaved, kein well-conditioned Problem. Genau, mit diesem Slide wollte ich aufhören. Ich hatte lang überlegt, das gar nicht zu zeigen,
Habe mich aber dafür entschieden, es doch hier drin zu lassen. Und zwar verstehe ich das als Angebot, was hier auf diesem Slide gezeigt ist, weil es auch faszinierend ist. Auf diesem Slide steckt alles, was ich in die letzten 3 Stunden mühsam erzählt habe, also in diesen ganzen Videos, wortreich. Und was Lehrbücher füllt. Die komplette lineare Regression ist auf diesem Slide hier abgebildet, würde ich sagen. Wir gehen es ganz kurz durch. Und ganz kurz heißt Regression in 1,5 Minuten. Ich modelliere Y als skalierte Variante von x plus einen davon orthogonalen Fehler. Dieses x kann eine ganze Matrize oder Matrix sein von Regressoren. Wenn ich x mit sich selbst multipliziere, bekomme ich eine Varianz-Kovarianz-Matrix, wo auf der Diagonale die Varianzen meiner Regressoren stehen. Und abseits der Diagonalen, wo jetzt gerade Nullen stehen, die Kovarianzen zwischen den Regressoren. Das ist der schönste Fall, wenn es gar keine Kovarianzen gibt zwischen den Regressoren. Keine Korrelation, auch keine Multikollinearitäten. Dann ist diese Matrix auch invertierbar. Das ist die Kerngleichung der Regression, um nämlich das Regressionsgewicht zu bekommen. Nehme ich etwas hier hinten, was quasi die Kovarianz ist, aus x und y, oder wir hatten gesagt, das Vektorprodukt aus einer ganzen Matrix x in dem Fall jetzt und y, geteilt durch diese Varianz-Kovarianz-Matrix von x. Das Ganze kann ich auch ausdrücken, dass ich sage, aha, also wenn du y-Hut bekommen willst, musst du x nehmen und mal diesem ganzen Beta hier in Orange nehmen. Wenn du das reinsetzt, bekommst du, dass du y-Hut eigentlich bekommst, indem du y mit dieser komischen Matrix multiplizierst. Die besteht nur aus Varianten von x mal transponiert, mal nicht. Dieses ganze Tierchen heißt H. Das ist die Projektionsmatrix oder Hutmatrix. Das ist die Matrix. Projektionsmatrix kennen wir jetzt, oder? Die Idee, die uns sagt, wie projizierst du y? Wie projiziert y in den Raum der Regression? Das ist die sogenannte Hutmatrix. Und über die Hutmatrix, die enthält die Hebel, sage ich jetzt aber nichts, weil die Minute ist schon um. Aber ich zeige noch hier unten, was aus diesen paar Gleichungen hier folgt, ist nämlich, ich habe y zweimal orthogonal projiziert. Und zwar einmal in den Raum von x. Mit der Hutmatrix H habe ich das gemacht. Habe ich y-Hut bekommen. Und dann habe ich einen orthogonalen Anteil davon. Den habe ich sozusagen, also ich habe y zerlegt in zwei Räume, die orthogonal aufeinander stehen. In einen y-Hutraum und in einen Fehlerraum, in einen Epsilon. Und das ist quasi sozusagen, ja genau, nee, dabei belasse ich es mal. Dieser Slide, für die, die ein bisschen einen Riecher vielleicht auch für Matrix-Multiplikation haben, haben auf einem Slide hier nochmal die komplette lineare Regression. Und damit soll es für heute gewesen sein. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal.